Hallo, liebe Reisefreunde und Zuschauer. Es geht heute tatsächlich hinaus. Mir geht es im Moment gut und das möchte ich ganz einfach mal ausnutzen, um mir auch die Bestätigung zu geben, dass es mir schon wesentlich besser geht als in den letzten Tagen und Wochen. Ich war jetzt gleich nochmal in der Apotheke gewesen und habe mich nochmal gründlich eingedeckt fürs Wochenende und da sollte ich hinkommen. Jetzt wird es sich ja zeigen, ob die Angst- und Panikattacken oder Störungen tatsächlich unterdrückt sind. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight. Ich werde jetzt gerade eben mal auf den Rasthof rausfahren, denn es wird Zeit, dass Sammy seine Gassi-Runde geht. You should grow feathers and see this too. Erstmal Pause. Sammy muss jetzt erstmal Gassi gehen, ne, Sammy? War schön anständig gewesen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, gestern habe ich noch gesagt, also ich fühle mich absolut fit. Ich könnte bis nach Spanien oder Kroatien fahren. Und das war tatsächlich so gewesen. Aber wenn man jetzt hier fährt, und da muss man schon sagen, also 100 Kilometer sind eigentlich so die Grenze. Ja, jetzt haben wir noch 108 Kilometer bis zum Ziel. Vielleicht fahren wir auch nicht ganz bis zum Ziel vor. Und übernachten schon mal zwischendurch und morgen noch den Rest. Also das wäre wahrscheinlich doch die bessere Wahl. Also im Moment, gut, ich fühle mich noch so, dass ich noch weiterfahren kann, aber optimal ist das auch nicht. Ich verlasse jetzt die Autobahn und habe noch circa 60 Kilometer zu fahren, aber ich gehe mal davon aus, dass ich die 60 Kilometer nicht mehr fahren werde. Also wenn ich eine schöne Stelle finde, wo man gut steht, wo man verdeckt steht und nicht gleich gesehen wird, dann werde ich dort auch die Fahrt für heute abbrechen. Also eigentlich hatte ich vorhin mal einen Tiefpunkt, aber jetzt geht es mir wieder besser im Moment und muss sagen, das funktioniert schon. Also überhaupt gar keine Probleme. Ja, Wetter soll ja auch nicht so besonders werden dieses Wochenende, aber das ist mir eigentlich unwichtig, denn ich wollte ganz einfach mal wieder raus und das habe ich mir erfüllt. 20 Grad sollen zwar trotzdem werden, aber teils bewölkt und teils Regen und naja, wird eben ein sehr ruhiges Wochenende. Das ist ja ein schöner Parkplatz in Wiesenburg und zwar direkt am Schloss Wiesenburg und den werde ich jetzt ganz einfach mal anfahren und mal sehen, ob ich da gut stehen kann.
Ganz alleine stehe ich nicht auf diesem Parkplatz, aber der andere, der Pössl, der fährt dann wieder weg. Sammy und ich, wir zwei, werden jetzt erstmal die Gegend erkunden und unsicher machen. Ich bin ja richtig begeistert, wie hier alles schon grünt und blüht. Eine ganz andere Vegetation als zu Hause. Also ein wunderschöner Schlosspark und natürlich auch ein wunderschönes Schloss. Wir sind wieder zurück von unserer Gassi-Runde durch den wunderschönen Schlosspark in Wiesenburg. Sammy hat sich schon mal gestärkt, hat Wasser getrunken, möchte sich jetzt etwas ausruhen, möchte gekrault werden und ich habe währenddessen nachgedacht, fahren wir weiter oder bleiben wir einfach hier stehen. Okay, das ist hier ein ganz normaler Parkplatz. Man steht auch hier sozusagen wie auf dem Präsentierteller. Man hat hier die Hauptverkehrsstraße und man hat dort noch eine Anliegerstraße. Aber es ist auch hier ziemlich laut, also man hat Fahrverkehr, aber das interessiert uns eigentlich heute überhaupt gar nicht. Man hat hier auch einen Wohnmobilstellplatz, hat man hier eingegrenzt. Dort sind die Parkflächen aber auch nicht viel größer, würde ich mal sagen, als die Parkflächen, die für die BKWs vorgesehen sind. Die Inzidenz hier in Wiesenburg liegt bei 96, also hat man hier keine nächtliche Ausgangssperre. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir bleiben heute Nacht einfach hier stehen. Denn wenn man weiterfährt und sucht und findet nichts und steht vielleicht auch nicht viel besser, das macht dann eigentlich auch nicht sehr viel Sinn. Morgen früh haben wir nochmal die schöne Schlossparkanlage zum Gassi gehen und das macht ja auch Spaß. Schönen guten Morgen. Wir haben die Nacht gut verbracht. Es war sehr ruhig gewesen. Es hat auch keiner geklopft. Aber ich denke mal, wahrscheinlich hätte ich das ohnehin nicht gemerkt. So gut habe ich geschlafen. Wir waren schon Gassi gewesen, natürlich wieder im Schlosspark. Sammy frisst und trinkt jetzt und dann, so wie er aussieht, muss er unter die Dusche. So, komm. Komm mal. Warte mal. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. So, komm schon. Komm, mein Guter, komm. Warte mal. Sammy, das müssen wir machen. Komm, du musst sauber werden, Kleiner. Komm. 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 Warte.
Der eine oder andere möge jetzt sagen, eine Außendusche wäre viel besser geeignet. Und ich muss sagen, ja, stimmt. Aber draußen sind es 5 Grad plus und das wäre viel zu kalt. Außerdem sollte die Außendusche dann natürlich auch warmes Wasser haben. Ja, nun geh in den Mittelgang und schüttel dein Fell richtig aus, denn das dürfte mich ja im Moment gar nicht so stören. Wie liebe ich nicht doch das Schwenkbad? Die Schmutzreste weggespült, Trockengewicht und alles blitzt im neuen Glanz und dank des Fliegengitters kann man sogar das Fenster öffnen. Die Heizung läuft auf Hochtouren und somit müsste Sammys Fell sehr schnell trocknen. An dieser Stelle muss ich jetzt rechts abbiegen und dort geht es jetzt zum Parkplatz. Das ist eine riesen Wiesenfläche, also die war noch nie voll belegt gewesen, auch nicht in Spitzenzeiten außerhalb von Corona. Und 300 Meter weiter hat man dann den Campingplatz Böhmer. Normalerweise ist das breit genug, der könnte gut vorbeifahren. Der andere lässt mich jetzt rein, hat Lichthupe gegeben. Oh, da stehen ja schon einige Wohnmobile da. Und schön verteilt, kein Wohnmobil steht mit dem anderen zusammen. Wenn das mal nichts wäre, naja, tagsüber spielt das ja keine Rolle. Da können ja hunderte von Wohnmobilen hier stehen. Mal sehen, wo wir uns hinstellen, ganz da hinten hin am besten und da stehen wir gut. Wir haben es jetzt bis Wusterwitz geschafft. Jetzt lasse ich mir erstmal mein Eis schön schmecken, denn auf das habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut, denn die Sonne scheint heute und es ist auch sehr warm. Wusterwitz hatte ich mir ja vor Tagen ausgesucht, denn die Inzidenz lag unter 100 und somit keine Ausgangssperre. Das war ja eigentlich die einzige Region im Umkreis von 300 Kilometern, wo es eben diese Ausgangssperre nicht gab. Jetzt sind wir hier angekommen und ich habe mich schon mal erkundigt und habe mal gesagt, nein, die Inzidenz liegt jetzt über 100 und es gibt auch hier aktuell die Ausgangssperre. Also fahren wir wieder weg. Ich habe mich auch mit einigen Campern unterhalten und die haben gesagt, ja, wir standen hier die Nacht und es ist nichts passiert, ne? Zufällig nicht kontrolliert oder sonstiges. Ich muss aber sagen, auf diesem Platz wurde schon vor Jahren das Freistehen nicht geduldet, denn so 300 Meter weiter hinten befindet sich ein Campingplatz und ich weiß nicht, wer früh morgens kommt, entweder der Betreiber selbst oder vielleicht ein anderer, und er fährt einmal mit so einem SUV um das Wohnmobil oder um das Wohnwagengespann und dann wird das Kennzeichen aufgeschrieben und dann gibt es die Anzeige. Gut, der Campingplatz hat jetzt zu, vielleicht tut er das jetzt nicht, aber hier würde ich nicht dazu raten, dass man hier frei steht, auch nicht dann, wenn die Zeiten wieder normal sind. Ja, jetzt lasse ich mein Eis mir schmecken und dann gehen wir mal, ja, nicht um den See, aber schauen uns einen Teil des Sees an.
Wir sind wieder abfahrtbereit. Das waren also jetzt einige Impressionen vom Wusterwitzer See. Sag mal, Sammy, hast du die Tür gar nicht zugemacht? Jetzt. Gut, auf diesem Location, direkt am See, wären wir sowieso nicht stehen geblieben. Unabhängig davon, ob die Inzidenz jetzt über 100 liegt oder unter 100, ob es nächtliche Ausgangssperren gibt oder nicht, da wären wir sowieso weggefahren. Hätten uns wahrscheinlich einen Standort hier in der näheren Umgebung gesucht. Und ich habe mir schon einen ausgewählt auf Google Earth. Aber ich muss sagen, gut, da es die nächtliche Ausgangssperre jetzt hier doch gibt, fahren wir wieder zurück zum Schloss und dort haben wir ja sehr gut gestanden und das ist dann die beste Lösung. Und dann ist der Weg morgen, wenn wir wieder nach Hause fahren, auch etwas kürzer. Können morgen früh nochmal im Schlosspark Gassi gehen. Und somit denke ich mal, war der Wochenendtrip ein sehr gelungener Trip. Ab geht's, Sally. In deinen Körbchen. Wir sind jetzt wieder in Wiesenburg angekommen und hier müsste es dann gleich links reingehen zu diesem Parkplatz am Schloss. Die Scheibe hat einige Spritzer abbekommen und hier sieht es aus, als hätte es geregnet. In Wusterwitz überhaupt gar nichts. Wir hatten schönes Wetter, Sonnenschein den ganzen Tag. Schönen guten Morgen. Wir haben die Nacht wieder gut verbracht. Es war absolut ruhig gewesen, also ohne jedwede Störung. Jetzt gehen wir Gassi. Sammy wartet schon in der Tür, dass ich das Geschirr anlege. Und dann muss Sammy nochmal geduscht werden. Im Fahrzeug muss alles gründlich gereinigt werden. Und dann geht es nach Hause. Heute ist es bewölkt. Es hat über Nacht geregnet, aber im Moment sieht es relativ trocken aus. Und so im Hintergrund kommt auch schon die Sonne heraus. Also wird wahrscheinlich doch wieder ein sehr schöner Tag, vor allem aber auch, es ist warm. Sammy hier geblieben. So, komm mal. Komm mal, Kleiner. Die Sonne hat sich jetzt doch noch durch die Wolkendecke geschoben und jetzt genießt einfach die tollen Impressionen hier im Schlosspark. Thank you.
muss ich wegen dir noch die Drittstufe ausfahren. Bevor wir abreisen, muss alles wieder schön sauber sein. Besen rein, das reicht mir gar nicht. Es muss auch alles feucht ausgewischt werden und auch das Bad muss blitzblank sauber sein. Und dann fühle ich mich auch wohl bis zur nächsten Hundedusche. Oder bis zur nächsten Mahlzeit eben. Aber ihr wisst ja, Hunde dürfen bei mir alles. Sammy, wo bist denn du? Sammy muss stundenlang andere Camper beobachten. Das ist mir sowas von peinlich. Das geht doch gar nicht. Sammy macht jetzt seine wohlverdiente Mittagsruhe und wenn er ausgeschlafen hat, dann machen wir uns auf den Heimweg. Ich würde sagen, wir sind jetzt abfahrtbereit. Also Sammy hat jetzt endlich mal seine Mittagsruhe beendet, so dass wir jetzt aufbrechen konnten Richtung Heimat. Es regnet ohnehin im Moment, also den ganzen Tag über war es bewölkt, gelegentlich schien mal die Sonne, es war warm gewesen, aber jetzt regnet es und es ist eigentlich auch die richtige Zeit, um aufzubrechen. Dann sind wir nicht allzu spät zu Hause. Ich muss sagen, die 2 Tage haben mir richtig gut getan. Ich konnte hinreichend entspannen und dass Sammy dabei war, das war ein Riesenvorteil gewesen, denn so war der Tagesablauf gesichert. Ich musste früh aufstehen, musste Gassi gehen und in gewisser Weise entschleunigt so ein Hund ja auch die Zeit. Wenn man dann wiederkommt von der Gassi-Runde, dann muss er gereinigt werden, dann bekommt er sein Futter und manchmal hat er auch nicht gleich Lust oder Appetit zu fressen, da lässt er sich noch Zeit dabei und diese Zeit bekommt er einfach und wenn das noch eine Stunde dauert, dann kann er in Ruhe seine Nahrung aufnehmen und das ist eigentlich auch ganz gut und entspannend. Man macht sich ja ohnehin keine großen Ziele, sucht sich etwas in der Nähe und genießt natürlich dann die Natur direkt. Also das habe ich jetzt mal deutlich festgestellt, dass das auch so gehen kann, dass man nicht unbedingt immer nur Superlative braucht, um zufrieden und glücklich zu sein. Also das geht auch ganz entspannt. Klar muss man mit einem Hund zurechtkommen, ne? Denn nicht jeder kann das und viele sagen ja, mit Hund und Reisen, das geht gar nicht. Da kannst du ja nicht alle Möglichkeiten, die es gibt, eben nutzen, weil man eben an Badestränden und so weiter und so fort oder in bestimmten Parks dann eben halt Hundeverbot hat. Und da muss ich sagen, das ist mir ja egal. Eigentlich so ein Hund bereichert mich und wenn ich auf einige Dinge dafür verzichten muss, ist das eigentlich auch in Ordnung. Also mir hat das eigentlich so gefallen, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, denn Sammy muss ich heute Abend mal wieder zurückgeben. Bekomme ich am Wochenende wieder, denn er muss zwischendurch wieder erzogen werden. Ich habe nämlich eine Rüge bekommen, dass Sammy sie nur noch anknurrt und nicht mehr hört. Und daran schuld wäre ich, weil ich ganz locker mit ihm umgehe. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, mich knurrt er nicht an und auf mich hört er auch. Also da gibt es eigentlich auch nichts, wo ich jetzt erzieherisch eingreifen müsste. Also Sammy ganz ruhig, bellt nicht und lässt sich das Geschirr anlegen, lässt sich selbst duschen, ohne dass er sich wehrt. Und ich muss sagen, ich kann mich in keiner Weise beschweren. Also das funktioniert schon. Aber ich denke mal, Sammy genießt ganz einfach, dass ich jetzt eigentlich nur für ihn da bin und dass ich eben auch eine gewisse Ruhe ausstrahle. Und das merkt eben auch so ein Hund. Und naja, jetzt liegt er wieder in seinem Körbchen und schläft. Also auch die Fahrt stört ihn anscheinend überhaupt gar nicht. Ja, noch 250 Kilometer. Dann sind wir wieder zu Hause und freuen uns auf das nächste Mal. Und naja, ich denke mal, die Fahrt wird ganz ruhig verlaufen, denn so sehr viel Verkehr ist ja im Moment nicht. Sammy, jetzt heißt Abschied nehmen. Hallo, Martin.
doch ins Körbchen alles. Ja, Schleckern, ja. Oh, ich brauche Sally. Ja. Na, warte dann mal. Diese, ja, Leckern. So. Alles klar. Sally. Sammy. Ich spare mir jetzt jedweden Kommentar. Komm. Meine Gute. Sammy, komm. Ich habe es jetzt auch bis nach Hause geschafft und ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.